Er hat die Oscar-Nacht genau verfolgt, wirkt aber trotzdem fit wie ein Turnschuh. Peter Festlacher von Kultur heute. Hallo Peter. Hallo, das sind die Gene. Die Oscars 2021 sind wie alles momentan im Zeichen der Pandemie gestanden. Was ist denn bei der diesjährigen Verleihung anders gewesen als sonst? Also das, was heuer wirklich aufgefallen ist, ist, dass diese Veranstaltung heuer so divers war, wie es noch nie gewesen ist. Also ganz viele schwarze Künstlerinnen und Künstler, aber auch asiatische Künstlerinnen und Künstler haben einen Oscar bekommen. Und es war ja so, dass vor ein paar Jahren gab es hier diesen wirklichen Shitstorm und diesen Hashtag auch, nämlich Oscars so white, also wo kritisiert wurde, dass zu viele Weiße, zu viele Alte und auch zu viele Männer immer den Oscar bekommen. Und ich glaube, dass der Oscar und die Academy, die hatten, glaube ich, keine rechte Lust mehr jetzt auf so einen Shitstorm und haben sich da wirklich bemüht, auch eine große Diversität in die Veranstaltung zu bringen. Und ich habe auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch, ich habe wirklich einige Namen googeln müssen, wie man es ausspricht. Also das sind ganz neue Namen, die plötzlich auftauchen, und das ist schon wirklich was Tolles. Und hoffentlich ist es nicht nur heuer so, wo man sagt, na gut, heuer das Corona-Jahr, da können wir quasi schon denen den Preis geben und im nächsten Jahr geht es weiter wie sonst immer. Also hoffentlich bleibt das so. Es werden ja jedes Jahr Wetten abgeschlossen, wer einen Oscar mit nach Hause nimmt. Hat es Überraschungen gegeben? Ja, ich glaube, ganz am Ende der Veranstaltung den letzten Preis, nämlich der beste männliche Darsteller, das war, glaube ich, wirklich eine große Überraschung für alle. Es war nämlich, ich glaube, sicher für 99% klar, dass diesen Preis Chadwick Boseman bekommen wird, der im letzten Jahr gestorben ist, ein junger schwarzer Schauspieler. Und es haben alle gedacht, der wird sicher posthum heuer den Oscar bekommen, so wie das damals auch Heath Ledger bekommen hat für seine Darstellung als Joker. Und dann bekommt diesen Preis Anthony Hopkins, der selber überhaupt nicht da war und der hat auch nicht sich zuschalten lassen, was er an sich hätte machen können. Und dann war plötzlich die Veranstaltung einfach aus, weil keiner da war, um eine Dankesrede zu halten. Also das war irgendwie ein bisschen, ja, schon sehr ungewöhnlich. Mindestens genauso dramatisch sind zerplatzte Oscar-Träume. Wer hat denn dieses Jahr durch die Finger schauen müssen? Ich glaube, das ist eines der Dinge, die Hollywood wirklich am besten kann, nämlich elegant zu verlieren vor laufender Kamera. Und da hat eine der großen Hollywood-Schauspielerinnen wirklich durch die Finger geschaut, nämlich Glenn Close. Die war zum 8. Mal für einen Oscar nominiert und hat ihn wieder nicht bekommen. Und sie hat aber während der ganzen Veranstaltung weiterhin gelacht und geklatscht für die anderen Kollegen. Also das war wirklich große Kunst, das muss ich schon sagen. Eines Tages wird ihr Tag kommen. Was hat sich denn am Wochenende sonst kulturell getan? Na, kulturell war am Wochenende, gab es zwei Todesfälle in der Kulturbranche, die wirklich sehr, sehr zu betrauern sind. Nämlich zum einen Milva, diese berühmte italienische Sängerin mit den roten Haaren, die ist mit 81 Jahren in Mailand gestorben. Und Christa Ludwig, einer der großen Opernsängerinnen des 20. Jahrhunderts, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Und heute widmen wir in Kultur heute ihr eine Spezialausgabe. Um 19:45 Uhr geht's los. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Peter Festlacher. Gerne.